Komm, lass mich da durch. Hey, komm. Dankeschön. Na, haben wir eine Überraschung hier? Nicht schon wieder dieses verrückte, notgeile Gerät. Ich mach lieber einen Bogen. Nicht so schnell, Genosse Major. Ich verstehe ja, dass Interaktionen mit diesem Modell unangenehm für dich sein können. Aber vielleicht hat es etwas, was wir nutzen können. Na gut. Wenn ich eine gute Waffe aus ihr rausholen kann, ist es das wohl wert. Da na gut. Bist du ja, Schatz. Du hast so wieder eine Waffe. Hab hast ich du gemacht. Den dummen Handschuh schon observiert? Ja. Ah, da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Ja, mach mich fertig. Bestrafe mich. Ich war ein böses Mädchen und habe noch einen fiesen Widerling aufgeknüpft. Was? Lol. Du hast schon wieder jemanden getötet? Du Monster. Aber du hast schon so lange nichts mehr in mich. Gefällt es dir, Liebling? Alter, diese Kommentare. Moin, Lebkuchenmann. Energiewaffen verschießen keine Kugeln, sondern verbrauchen über eine Kabelverbindung Energie deines Handschuhs. Okay. Nicht übel. Ehrlich. Aber würdest du jetzt bitte niemand... Charles, wozu braucht Petrov den Fabrikator? Warum will der Irre die Kontrolle über Nora übernehmen? Wozu braucht er überhaupt Waffen, wenn er Roboter hat, die für ihn kämpfen? Der Verräter hat gemerkt, dass Mitarbeiter sich gegen feindselige Roboter verteidigen. Und die Soldaten, die die Anlage verteidigen, versuchen, stärkere Waffen zu erhalten. Er hat wohl Angst bekommen, dass er wirklich so unterschießen könnte. Dieses verräterische Stück Scheiße. Gut möglich. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Aber Noras Algorithmen wurden auf Wo ist das einfach aufgehört? Soll ich da unten rein? Okay, wir sind wieder da, wo wir am Anfang gewesen sind. Ich hab noch einen. Okay, einer fehlt noch. Wo ist der letzte? Oder hab ich da nicht zwei von denen gehabt? Geschafft. Ich glaube, es funktioniert. Cool, ist offen. So, alles einsammeln. Puh, die Anlage. Aufgepasst, schau regelmäßig bei Fabrikator Nova vorbei und vergiss nicht, aktive Fähigkeiten zu lernen und eure Waffen zu verbessern, um auf Mission so effektiv wie möglich zu sein. Jo. Riesig. Und alles hier schreit förmlich, Sechenov. Also, wo sind wir? Dies ist das Saatgutarchiv. Aha. Das Herz des Vavilov-Komplexes. Hier werden Samenproben von allen erdenklichen Pflanzen gelagert, um sie auf dem Mond oder Mars zu züchten. Schöne Scheiße. Das kann man wohl sagen, Major. Lass das, Charles. Wir haben keine Zeit dafür. Oh, Scheiße. Fuck. Okay. Greift er mich einfach an, oder? Scheißteil. Was ist, wenn die Energie komplett leer ist? Erstmal umsehen hier. Okay, noch mehr Kameras und so Schießteile. Bist du schnell gegangen, deswegen hat es, glaube ich, aufgehört. Kamera. Oh, Roboter. Nein! Fuck. Ja, ich weiß, ich sollte ausweichen. Aber... Komm, Axt! So. Und heilen vielleicht. Okay. Oh, der nächste Roboter, komm her. Fuck. Und noch einen.
So, du machst deine komischen Dinge hier. Was haben wir hier? War nix. Okay. Knöpfe drücken. Kommt da was? Ah ja. Ausweichen wird überbewertet. Boah, das lädt sich aber echt langsam auf. Ich hoffe, wir können das irgendwie upgraden. Autsch. Ach Mann! Fuck. Ah, ich muss hier weg. Komm her. Okay, gut. Das ist wieder so ein Schwimmteil hier. Oh, geil. Speichern. Was zum... Okay, neue Axt, geil. So, 6 Roboter. Was hast du alles für mich? Ich brauche Waffen und zwar viele. ungenügende Ressourcen schon im Besitz. Verbesserungen. Was kann man bei dir so verbessern? Rezept erforderlich. Jetzt verringert die Energieverbrauch. Ja, bitte. Hey, letztes Mal ganz am Anfang erleben müssen. Der ist echt schlimm. Was haben wir sonst noch für Upgrades? Charakter. Mal Verbesserung, maximale Gesundheit. Was ist das? Klasse-Munition. Machen wir mal Munition, das klingt nicht schlecht. Polymerstrahl, Polymerschild, Energie des Charakters. Schock, kann man da noch ein bisschen mehr machen. Mehr Schaden. Ja, natürlich. Okay. So, einmal komplett durchladen. Da können wir eh nichts machen. Die Elektrowaffe ist wieder voll einsatzbereit. Was? Waffenergonomie. Verwende Energiewaffen, Schusswaffen und Nahkampfwaffen mit Bedacht, um deine Ressourcen effizient einzusetzen. Ja, hab schon gemerkt. Kommt der hier hoch? Na? Oh Scheiße, der hat so einen Laserstrahl. Komm. Geil. Was mache ich mit der Kamera? Da oben ist noch so ein Schussteil. Ach, wir gehen jetzt einfach mal. So, kann ich dich deaktivieren da oben? Fuck. Alter, komm. Geh kaputt. Okay. Schnell, 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 schnell. Ah, wieder so ein Ding. Sehr gut. Guten Tag. Bist du? So. Beam mich hoch, Scotty. Seilrutsche. Ey, warum lebt er schon wieder? Das hat sich doch kaputt gemacht. Okay, Geronimo. Ich hab da was. Ah, geil, da kommt ein Roboter. Oder auch nicht. Ich glaube, er möchte gern zu mir kommen. Wow, 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 wow.
Du Arsch! Was ist da gerade hin und her, Blitz? Geht's dir gut? Was versteckt ist, selbst doch gewusst. Moin! Was zum... Alter! Das sind durchgeknallte Saugroboter, zumindest sieht's so aus. Will ich da rein? Nö. Okay. Und Geronimo. Ist keine Zeit zu verlieren. Fährst du rum oder machst du nur Blödsinn? Ich glaube, du machst nur Blödsinn, oder? Okay. Ich weiß, dass du hier bist, Petrov. Du kannst nicht entkommen. Du hast 10 Sekunden, um dich zu ergeben. Komm, ich will das Teil da. Gemäß den biometrischen Werten ist das Petrov. Wirklich? Was, echt? Schöne Scheiße. Es ist tatsächlich Petrov. Ich habe geahnt, dass es so enden würde. Zauberer, hier ist P3. Zauberer hier. Hast du Petrov gefunden, mein Junge? Ich habe seine Leiche gefunden. Er wurde geköpft. Ein Lader hat seinen Schädel total zermatscht. Verdammt, sein Kopf enthielt Codes, mit denen ich diesen Albtraum schnell hätte beenden können. Es tut mir leid, Dr. Sechenov. Ich bin zu spät gekommen. Na, dann was ist das jetzt? Problem eben anders lösen. Hatte er Ringe bei sich? 2 goldene Ringe? Nein, keine Ringe. Nur eine Kerze. Verstanden. Du musst dich sofort bei dem WDNH melden, P3. Wir haben größere Probleme als Petrov. Was könnte schlimmer sein als Petrov? Stockhausen wird dich bei dem WDNH informieren. Nice. Schnell, die Zeit drängt. Verstanden, mein Junge? Verstanden, Zauberer. Bin schon unterwegs. Moment. Ich muss das noch eins weiter... So. Alles klar. So, Space Kugel, du kommst mit. Okay, schnell hier in Sicherheit bringen. Ey, Moment mal. Da waren wir doch ganz am Anfang. So, muss ich dich lahmlegen? Ich glaube, dich lege ich lieber lahm, hä? Okay, wohin? Hä, wieder hier hin? Hey, wo ist die Space-Kugel? Wo ist die Space-Kugel jetzt hin? Nee, oder? Wo ist die Space-Kugel jetzt hin? Das gibt's nicht. Ihr habt die Space-Kugel jetzt verloren. Oh, shit. Warte, ich nehme einfach die da. Okay, ich nehme einfach mal die da. Was muss ich da jetzt machen? Fuck. Na toll. Ich brauche die 2. Kugel. Nicht der Ernst. Nee. Jetzt ist die Kugel einfach weggeglitscht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Noch einmal nach. Nein, komm jetzt her. Sie ist vielleicht mit dem Scanner irgendwo. Nee. Vielleicht nehmen wir mal alles mit, damit das nicht auftaucht. Suchen.
Die leuchten noch auf der anderen Seite. Noch was? Shit, wo ist die scheiß Kugel? Hey, schöne Scheiße. Hier vielleicht irgendwo? Ja, fuck. Safe Room. Schon wieder die Waffe. Speichern. Mann, scheiße, K-Space-Kugel. Oh, das ist jetzt wieder da hinten drin. Sieht aber nicht so aus. Ne? Ich glaube, die ist weggeglitscht. Fuck. Okay, dann sagen wir jetzt nochmal Spiel laden. 15.4. Wie spät ist denn jetzt? Ja, jetzt. Tu nochmal laden. Schauen wir, da die Kugel ist. So, Space-Kugel. Aktivität. Zeig dir mal als Wegpunkt die zwei da unten an. Aber ich habe die Kugel nicht mehr. Fuck. Ich laufe noch mal retour. Was machst du noch mal für Sachen? Nee, du fährst da hier so rum. Oh, das war nicht so gesund. So schöne Scheiße. Na, ist weg. Fuck. Ja, wir können auch das Spiel mal ganz durchstarten. Das war der falsche Speicherstand. Ja, ich weiß, aber vielleicht wäre sie ja dann da gewesen. 1541. Wo ist denn das gewesen? Anwenden. Komm her. Nice. Ich hab meine Kugel wieder. Aber wir sollten trotzdem nochmal in den einen Kugel, du bleibst hier. Genau da bleiben. Damit wir diesen Bauplan da kriegen. So, fahren wir da runter. So, einmal hier rein. So, Bauplan. Geil. Kann man das gerade bauen? Was soll sein, Major? Waffen? Waffen. Ungenügend Ressourcen. Lager, Demontage. Oh ne, okay. Oh nein, gleich verliert er die Kugel wieder. Nee, 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 diesmal nicht. So, Kugel Nummer 1. Und ich nehme jetzt gerade noch schnell den Schrank hier mit. So, da. Komm, rein mit dir. Daten für das interne Mikroklima des PEC-4-Energiegenerators sind suboptimal.
Erzeugung von Strom ist nicht möglich. Ah, Behälter. Die Energie der Kerzen reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das Lebenserhaltungssystem hat 4 Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, 4 Sockel, 4 Behälter. Charles, ich bin in der Hitzewerkstatt. Es könnte unangenehm werden, wenn ich hier zu lange drin bleibe. Nein, die Labortische in der Hitzewerkstatt oder dem Thermarium brauchen zwar hohe Temperaturen, aber die Temperatur in der Werkstatt selbst ist recht angenehm. Okay, wenn du das sagst. Okay. Ich glaube, hier gibt es nichts, was ich noch mehr machen kann. Das wird vermutlich nicht aufgehen. Nö. So ein Chaos und das nur in 2 Tagen. Rot ist keine gute Farbe. Dass irgendein Scheiß passiert dann hier. Rätsel, yay! Hab's vermisst. Erstmal umsehen. Es kommt doch mal, das ist ein Horrorspiel, wo du ja die ganze Zeit so ein Treppenhaus bist. Mir fällt der Name dazu jetzt nicht ein. Der Markiplier. What the fuck? Achtung! Temperatur der Hitzewerkstatt. Bitte Heizkessel verringern. Ja, gleich. Vielleicht ist doch einer. Die Heizkessel stehen kurz vorm Platzen. Was sollen wir tun? Ich habe keine Daten. Hier war ich noch nie. Gut, ich kümmere mich darum. Ich mag die Waffe. Hey, Kollege. Was muss ich hier machen? Ah. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist Kryogen, richtig? So ist es. Das ist eine Fahrenheit. Eine mit Kryopolymer gefüllte Kerze, die in Hochtemperaturöfen die Temperatur verringern und den Druck ausgleichen soll. Ich versuche sie in die Heizkessel zu bekommen. Wie komme ich in das Rohr? Okay. Schaut schon geil aus. Muss ich das jetzt x-tausend Mal machen? Ah, warte mal. Ach, was mache ich jetzt? Das Zeug selbst zum Heizkessel zerren? Ja. So wie es aussieht. Komm her. Hallo? Bist du? Komm her. Hallo. Hopp, wieso bewegst du dich nicht? Ah, willst du mich jetzt verarschen? So geht's. Und da. Ah, jetzt geht's. Komm, 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 komm. Darüber. Komm. Na toll, jetzt steck ich fest. Okay. Mach jetzt. Warte mal, wenn es da unten reingeht, dann wäre es doof und es muss jetzt hier oben rein. Der Heizkessel ist zu heiß zum Anfassen. Ich muss ihn irgendwie von innen kühlen. Das funktioniert. Nice. Meinst du? Haben wir jetzt dafür Gegner? Ja, hab's doch gewusst. Mehr? Nee. Doch. Noch einer?
So, nächste Kugel. Wird eigentlich gleich mehr rennen. Gut, dass die Öffnung des Rohrs nebenan liegt und nicht hinten bei der Birke. Ja, allerdings. So, rein da. Hallo, geh rein da. Ah, okay, die muss ich alle einzeln machen. Also, der Kollege, der ist Gott sei Dank nicht so weit weg vom Weg. Komm her. Und hier. Nicht den Fokus verlieren. Gut, Nummer 2 ist bereit. Und jetzt die nächste Welle. Ja, klar. Ah, da ist er ja. Fuck, Arschloch. Ah? Nummer 2. Und gibt's auch Nummer 3? Musik hat wieder aufgehört. Ach man, der ist ja ganz da hinten. Wer denkt sich so ein Scheiß aus? Ja, aber echt. Bälle in Rohre zu schieben. Wir machen das, damit wir den Vavilov-Komplex verlassen können. Aber warum kann ich nicht einfach, durch eine ganz normale Tür gehen? Leider haben wir hier gerade nur eine unnormale Tür zur Verfügung. Ja, wenigstens verarscht sich das Spiel selber. Ich muss jetzt hier mal kurz gucken, ne? Was hier so hingeht. So, machen wir jetzt das mal fertig. Achso, die Kugel habe ich ja schon reintan. Wir müssen nach rechts. Oh, komm jetzt. Ah, schade, dass er da immer wieder diesen Fokus verliert. Darüber. Oder? Nee, Moment, ich glaube, das ist jetzt falsch. Kurz schauen. Nee, da geht's wieder in den rein. Wir müssen da runter. So ein beschissenes Kühlsystem. Komm. Und ich meinte jetzt hier rein. Und komm. Nein, bitte verloren. Komm. Rein. Komm hier rüber, du kleiner Wichser. Einer? Okay, also welche Tür genau ist jetzt aufgegangen? Irgendwas da oben. Gehen wir hier mal hoch. Genosse Major? Ja, hast du was Konstruktives zu sagen? Habe ich dich irgendwie gekränkt? Warum lässt du deine Frustration an mir aus? Tut mir leid, ist nicht deine Schuld. Ich ärgere mich nur über mich selbst. Warum? Du hast Petrov nicht umgebracht. Er wurde von seiner eigenen Waffe getötet, einem feindseligen Roboter. Das spielt keine Rolle. Ich sollte ihn leben fassen und habe versagt. Und das ist noch nicht alles. Sechenov hat mir das Leben gerettet. Er ist wie ein Vater für mich. Soweit ich mich erinnere. Speichere das. Ich habe ihn enttäuscht. An wie viel von deinem Leben kannst du dich erinnern, Genosse Major? 2 Jahre? Vielleicht etwas mehr? Ich weiß nicht mehr viel aus der Zeit vor der Verletzung, aber... Wie gesagt, er ist wie ein Vater für mich. Wenn ich eins sicher weiß, dann das. Na schön. Aber es ist unlogisch, wegen etwas mit dir zu hadern, wofür du nichts konntest. Logisch oder nicht, das ist doch egal. Dr. Sechenov hat sich auf mich verlassen und ich habe nicht geliefert. Jetzt ist er enttäuscht von mir und ich fühle mich scheiße. Wenn es nur das ist, dann denk einfach nicht mehr dran. Da bist du nicht der Einzige. Wie meinst du das? Liegt das nicht auf der Hand? Genosse Sechenov ist immer von allen enttäuscht.
Man kann ihm nichts recht machen. Sein Perfektionismus ist krankhaft. Das weiß jeder. Jeder einzelne Mensch in seinem Leben hat ihn enttäuscht. Was? So ein Schwachsinn. Neuropolymer-Handschuhe sind nicht imstande zu lügen. Oh, ja. Na okay, da ist alles was dran. Klar. Ey, das ist so ein Irrgarten hier. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Noch ein Safe Room. Okay, wir gehen wieder weiter. Was macht der Button hier? Ach du What Scheiße. The fuck? Wo kommen all diese Monster her? Es ist nur eine Hypothese. Aber ich vermute, das sind die Körper toter Soldaten, die mit Sprossen infiziert wurden. Eine verdammte Hypothese, willst du mich verarschen? Das ist nur meine eigene Schlussfolgerung. Das ist noch nie zuvor passiert. Scheiße. Wie ist das passiert? Ich vermute, dass mit den Sprossen etwas schiefgelaufen ist, nachdem Petrov die Fehlfunktion ausgelöst hat. Scheiße, wird das hier noch zur Dead Space, hey. Ach, da war ich ja schon mal. Ich glaube, ich bin jetzt gerade voll im Kreis gelaufen. Ich gehe jetzt mal lieber dem Marker nach. Andererseits, mal schnell hier gucken. Möchte ich da runter? Nö. Okay. Wir haben ja wieder diese komischen Gabelstapler, die verrückt spielen. Wo muss ich denn da jetzt hin? Nach da oben. Wozu dient die Hitzewerkstatt? Hier werden hitzeresistente Polymere hergestellt. Aber in erster Linie widmet sich die Forschung der Zucht hitzeresistenter Pflanzen. Schau an. Die Polymere hier werden mit den ätherischen Ölen des Kaktus Cactaceae Cereros angereichert. Dank der Polymere können Pflanzengruppen gezüchtet werden, die an hohe Temperaturen angepasst sind. Wollen sie die Wüste begrünen oder was? Sowas in der Art. Sie wollen den Mars terraformen. Alles klar. So, wie komme ich jetzt nach da oben? Ah, vielleicht mit dir und dann darüber. Okay. I see. Was bist du? Okay. Ich kann nicht gekonnt ignorieren. Geh darauf. Sobald sich die Temperatur normalisiert hat, werden die Behälter automatisch befüllt. Okay, Hitzeresistenz wollte ohne den Hitzewerkstattbehälter. So, dann sind wir jedoch fertig, oder? Sehen wir zu, dass wir zurückgehen, bevor es hier auch wieder losgeht. Genosse Major, hast du Dr. Filatova schon gefunden? Die Petrov geholfen hat, hunderte Menschen abzuschlachten? Nein, die schleicht noch irgendwo rum. Ich betone, dass Dr. Filatova nichts geschehen darf. Wenn ihr Leben in Gefahr ist, musst du sie verteidigen. Was? Das Miststück retten, dank dem ich knietief durch Blut und Gedärme warte? Was soll das? Der Verräter Petrov hat Dr. Filatova nur benutzt. Sie wusste nichts von den wahren Absichten und der Verderbtheit dieses mordenden Irren. Sie muss vor ein Gericht gestellt werden. So, zu gut für sie. Das steht ihr zu. Dr. Filatova ist eine anerkannte Neurochirurgin. Dr. Ach Scheiße, jetzt muss ich da rein, wo die Verrückten hier sind. Zur Verbindung von Mensch und Roboter an. Ihr darf nichts geschehen. Habe ich mich klar ausgedrückt, Genosse Major? Ich werde dran denken. Ich hoffe, die Elektrowaffe funktioniert da. Hey Kollegen. Okay, die Elektrowaffe funktioniert. Da war doch noch ein dritter. Wow, wow, wow. Alter, was ist mit euch passiert? What the fuck? Hey, White Banana. Alter, ich hab so keinen Bock auf so ein Monster. Da hab ich lieber meine Roboter hier. Das ist ja nur der Anfang. Komm, da mitnehmen hier.
ich da durch? Nee. Ansonsten glaube ich, haben wir hier alles. So, Supervision. Ja. Oh, wieder mal aufmachen. Ach nö. Ah. Ist jetzt doof. Alter, was zum... Okay. Schöne Scheiße. Es wird immer beschissener. Ach da, da war ich gerade vorher drin. Oh Mann. Scheiße, noch mehr Monster. Oh Mann, wie viele kommen denn da noch? Zu viele. Wow, fuck. Noch mehr? Kann ich es einfach wieder zumachen hier? Oh Gott sei Dank. Der Song ist schon nicht schlecht, aber ab und zu ein bisschen awkward. So. Nice. Materialien bis zum geht nicht mehr. Haben wir sie übersehen? Nö. Ah, vermutlich doch. Oh, mitnehmen. Ah, wir brauchen ein Upgrade, dass die Energieregeneration ein bisschen besser ist. Ah, haben wir hier Kollegen drin? Ich glaube, da hinten ist ein Roboter. Oh, da kommen wir eh nicht rein. Oh, fuck. Der nächste. Komm her. Immer schön der Reihe nach, ihr Drecksdinger. Komm her. Komm. Auf zu Papa. Nice. Okay, in die Richtung muss ich und in die Richtung gehe ich. Was haben wir hier? Kannst du? Ach, ist wieder so eine Leiche, die redet. Was zum... Warte einfach auf einen Sanitäter, ja? Welche Sanitäter? Okay. Die ganze Anlage ist den Bach runtergegangen. Und wer weiß, wann der Rettungstrupp hier sein wird. Aber ich habe jetzt Schmerzen. Nee, wir gehen lieber. Krass. Vielen lieben Dank für den Sub. Moin. Ach, so ein Rätsel wieder. Weiter mal. Wir müssen euch einfach nur tauschen. Ändern. Nee, so. Nee, komplett direkt nebeneinander. So. Können wir wieder auf Elektrowaffe gehen? Wir haben ja wieder Strom. Oh oh. Was ist das für eine XXL-Kugel? Oh fuck. Scheiße, der Igel tritt durch. Leckt mich am Arsch. Normalerweise ist das ein ganz harmloser Vermessungsroboter. Aha. Von wegen harmlos. Was hat er denn noch für Tricks auf Lager? Ich weiß nicht, ich habe keinen Zugriff auf die Daten dieses Modells. Ich wünschte, er hätte keinen Zugriff auf uns. Ich bin ganz deiner Meinung, Genosse Major. Los, suchen wir den Behälter. Zumindest müssen wir nicht die Tür zu dieser Werkstatt suchen. Wir klettern einfach durchs Fenster.
Fuck, das glaube ich wird der erste Bosskampf hier. Oh. Geil, wollen erstmal Upgrades machen. Und speichern. Speichere da. So, was mal sehen. Was soll es sein, Major? Waffen oder Fähigkeiten. Charakter. Weitere Verbesserung anzugehören, die maximale Gesundheit. Ich glaube, das wird jetzt mal beim Bosskampf nicht schaden. Energie des Charakters. ATB, Wiederverwertung verlorener Gesundheit wird Energie umgewandelt. Was? Energiedichte, Waffenverbesserung erweitern die. Zu uns kann man der Waffe. Hä? Für das habe ich aber kein Ding abholen. Den Handschuh kann dich mit einem Neuroschild umgeben, der dich in Nahkampf und Fernschaden schützt und Teil der Energie in natürlichen Projektile. Okay. Machen wir mal. Das mit. Ach so. Installieren eh. Habe ich jetzt Schock aber trotzdem noch? Okay. Waffenverbesserung. Polymerschild. Wehre gegnerische Angriffe ab und führe sofort ein Konter aus. Okay. Ich muss besser schießen. Ungenügend Ressourcen, Upgrades bei dir? Verbesserung. Okay. Ach, das geht mehrmals. Alles klar. Zeugungsaufsatz. EP-Generator. Cool. Ah, Mann. Alles zu wenig. Munition. Verbesserung. Herstellung. Verbrauch mit Munition. Ich kann. Geil. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? 16. Was soll es sein, Major? Machen wir noch ein bisschen. Waffen oder ein bisschen mehr. Munition, Schrotflinte. Warte mal, warum zum Lager? Ach so, weil wir das nur begrenzt mitnehmen dürfen, oder wie? Demonstrierverbesserung, Lager, Demontage. Automatisch sortieren. Y bewegen. Ich glaube, so viel brauche ich von den Dingern nicht. Aber Munition hätte ich gern. Sonst noch was? Nö, ich glaube, so ist gut. 84 Schuss. Geil. Shit, jetzt müssen wir zu dieser gigantischen... Oh, fuck. Ihr seid ja auch noch da. Oh, da sind ja einige. Na, komm her. Oh, Laseraugen, alles klar. Gott sei Dank sind die nicht so helle. Krieg ich dich von da? Komm her. Macht der Typ? Komm, 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 komm. Lol. Okay, noch einer. Ja, da oben. Cool, erwischt. Okay. Leute, ich mache jetzt mal ganz kurz eine Pause. So, ja, sagen wir mal
15 Minuten und dann geht's dann gerade wieder weiter. Also, Pause-Screen für euch. Beziehungsweise einmal den Screen hier. Ne. Der ist doof. Game Scene. Dann mal beim Spiel. Also, 5 Minuten Pause. Bin gleich wieder da. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.